Ist natürlich gut, wenn man auf Seneca verweisen kann, um etwas zu erklären. Es klingt gebildet und wahrscheinlich prüft sowieso keiner nach. Der römische Philosoph Seneca also schreibt im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung seiner Mutter von den wandernden Gruppen, die vorbeikommen und ihm sehr lästig fallen. Er spricht hier von Völkern und auf den Begriff wollen wir unter anderem im Lauf des Videos eingehen. Merken darf man sich an dieser Stelle schon, dass er seinen Brief im Jahr 41 schreibt, Jahrhunderte, also vor dem Beginn der sogenannten Völkerwanderung. Als ich zur Schule ging, vor vielen, vielen, vielen Jahren, hing an unserer Wand eine Karte, die in etwas so aussah. Die Karte gefiel mir sehr und als sie auf den Müll wandern sollte, habe ich sie unter den Arm geklemmt und mit nach Hause genommen, wo sie jahrzehntelang über dem Sofa meiner Eltern hing. Die Völker auf dieser und etlichen anderen Karten gingen zu irgendeinem Zeitpunkt los und kamen zu einem späteren Zeitpunkt irgendwo an, um sich dort häuslich niederzulassen und vermutlich für immer zu bleiben. Das war die Völkerwanderung. Geo Epoche aus dem Jahr 1976 schreibt, die Ära der Völkerwanderung ist eine Zeit gewaltiger Umbrüche. Germanen bestürmen das geschwächte römische Weltreich und werden schließlich zu dessen Erben. Die Idee, dass hier ganze Völker sich auf den Weg machten, war also über lange Zeit weit verbreitet. Und die Idee, dass Rom synonym mit Westrom ist und wir Ostrom einfach ignorieren können, offensichtlich auch. Inzwischen gehen allerdings die Wissenschaft und der Teil der Menschheit, der seine Informationen lieber von Wissenschaftlern als von Wortspielern und Gerüchten erhält, davon aus, dass die Völkerwanderung erstens nicht so speziell war, weil der Mensch wandert, seit er laufen kann, und dass zweitens keine Völker unterwegs waren, weil es Völker im modernen Wortverständnis eben noch gar nicht gab. Ganz egal, was Seneca sagt. Vorsichtig ausgedrückt hat sich in den letzten 2000 Jahren unsere Definition verschiedenster Begriffe, als Beispiel sei hier der römische Diktator genannt, verändert. Was Seneca als Volk bezeichnet, wäre für uns eine lose Menschenansammlung. Eine der Fragen, die wir also beantworten müssen, ist die nach dem Volk. Was ist das? Was versteht man heute darunter? Was verstand man früher? Heute definieren wir Völker gemeinhin als Staatsvölker. Das bedeutet Menschengruppen, die innerhalb eines von Grenzen markierten Gebietes leben und demselben Gesetz, im Falle von Deutschland dem Grundgesetz, folgen. Von klar definierten Grenzen wusste Seneca noch nichts, von einem einheitlichen Gesetz für alle auch nicht. Für Menschen, die nicht aus Rom kamen, galten andere Gesetze als für römische Bürger. Die Bedeutungsveränderungen lassen sich durch die Jahrhunderte verfolgen. Während Rousseau und der Abbé Sieyès als Aufklärer, beseelt von der Idee der Gleichheit aller Menschen, davon ausgingen, dass all diejenigen zu einem Volk gehörten, die bereit waren, sich dem dort geltenden Gesetz anzuschließen, tauchten im 19. Jahrhundert Philosophen auf, die einen anderen Begriff bevorzugten. Einen, der heutzutage wieder zu erstaunlicher Popularität kommt. Ein Volk, so diese Verfechter der Idee des Kulturvolkes, zeichnet sich durch gemeinsame Kultur und Sprache aus. Karten wie diese sind also irreführend. Nicht nur, dass etliche dieser Stämme und Gruppen gar nicht wussten, wie die Nachwelt sie nennen würde. Die Ostgoten hatten keinerlei Vorstellung davon, dass sie Ostgoten waren, ebenso wenig wie die Westgoten sich als Westgoten bezeichneten. Machten sich eben keine geschlossenen Verbände auf den Weg, die irgendeiner Definition des Begriffes Volk, ganz egal aus welcher Zeit, entsprechen würden. Stattdessen gingen Gruppen, grüppchenweise. Keineswegs in der Absicht, Hunderte oder gar Tausende von Kilometern zurückzulegen. Unterwegs verlor man Teile der Gruppe, weil sie starben, sich niederließen oder einen anderen Weg einschlugen. Dafür nahm man andere Mitglieder auf, die sich der großen Gruppe aus dem einen oder anderen Grund anschlossen. Die Gruppen waren also in keinster Weise so stabil, wie der Begriff Völkerwanderung vermuten lässt. Aber nicht nur der Wortteil, der auf das Volk anspielt, ist irreführend, auch der Teil mit der Migration führt zur Verwirrung, weil er andeutet, dass wir es hier mit einer ganz besonderen Ausnahmesituation zu tun gehabt hätten. Dabei ist das Wandern der Normalfall, der hier zur Besonderheit erklärt wird. Der Migrationsforscher Ernest Ravenstein hat bereits vor mehr als 100 Jahren bestimmte Parameter beobachtet, die jede Migrationsbewegung kennzeichnen. Einer davon ist die Entfernung. Menschen ziehen, wenn sie denn ziehen müssen, immer zum nächstbesten Ort. Verarmte Schweden des 19. Jahrhunderts wären nicht nach Amerika gegangen, wenn Deutschland ihnen bessere Lebensbedingungen geboten hätte. Dass verarmte Polen im 19. Jahrhundert nach Deutschland kamen, hat weniger mit den großartigen Bedingungen in Deutschland zu tun, als mit den Bedingungen im damaligen Polen, das es so allerdings gar nicht gab, aber das ist ein anderer Film. Menschen ziehen also zum nächst besseren Ort, gleichgültig, ob der 100 oder 1000 Kilometer entfernt liegt. Praktisch im Zusammenhang mit der Untersuchung von Wanderungsbewegungen sind die Überlegungen von Sigrid Oswald, die eine handliche und gut nutzbare Definition des Begriffes Migration geliefert hat. Wir sprechen nach Oswald von Migration, wenn der Lebensmittelpunkt verlagert wird,
das soziale Netz des Einzelnen neu gesponnen werden muss und Grenzerfahrungen gemacht werden. Wenn ich also von Osnabrück nach Münster ziehe, verlagert sich mein Lebensmittelpunkt, mein soziales Netzwerk bleibt aber vermutlich intakt und von Grenzerfahrungen kann vielleicht auch nicht gesprochen werden. Wenn ich aber von Naukan in der Ostspitze Russlands nach Tin City in Alaska ziehe, ist die Entfernung nicht viel weiter als die von Osnabrück nach Münster. Ich darf aber getrost von Grenzerfahrungen und einem komplett veränderten sozialen Gefüge sprechen. Das alles bedeutet natürlich nicht, dass Karten im Zusammenhang mit der Völkerwanderung gänzlich unbrauchbar wären. Sie zeigen uns, dass Menschen gewandert sind. Sie zeigen uns auch Zeiträume, in denen bestimmte Routen genutzt wurden. Die Details müssen wir trotzdem andernorts suchen. Und hier kommt die Archäologie ins Spiel, mit all ihren wunderbaren Möglichkeiten und Beschränkungen. Wenn wir eine Handvoll Euro-Münzen nehmen und uns vorstellen, wir seien außerirdische Archäologen, die über die heutige Kultur keinerlei Nachrichten besitzen, abgesehen von diesen paar Münzen, dann können wir allein damit schon eine ganze Menge sagen. Wir wissen etwas über den technologischen Fortschritt, den diese Zivilisation gemacht haben muss, über ihr Zahlensystem und nehmen vielleicht an, dass die Menschen die Eiche als heiligen Baum verehrt haben oder die Eule, falls wir eine griechische Münze dabei haben. Natürlich wissen wir heute, dass wir die Eiche nicht verehren. Die Schlussfolgerung aber wäre für die außerirdischen Archäologen und allein ausgehend von den Münzen nachvollziehbar. Über die Zeit der Völkerwanderung steht uns weit mehr als eine Handvoll Münzen zur Verfügung. Wir wissen ziemlich vieles über die Menschen dieser Zeit, vor allem über die Männer. Wir gehen also mit Artefakten, mit Dingquellen ähnlich sorgfältig um wie mit Textquellen. Wir müssen überlegen, wer sie wann, wo, in welchem Zustand gefunden hat, bevor wir uns überhaupt daran machen können, über den Inhalt der Quellen selbst nachzudenken. Und auch dann müssen wir vorsichtig bleiben und stehen gelegentlich vor Rätseln, beispielsweise wenn wir auf Turmschädel stoßen. Migrationsforscher haben in diesen Tagen Hochkonjunktur. Vieles von dem, was Ravenstein postuliert hat, hat seine Gültigkeit behalten, vieles andere ist hinzugekommen. Die Osnabrücker Forscher Bader und Oltmar schlagen vor, Migration nach Richtung, Dauer oder Zweck zu unterteilen. Kann man alles machen. Bestehen bleibt aber die Tatsache, dass die Notwendigkeit zu wandern zu den Strukturen menschlichen Daseins gehört und dass größere Wanderungsbewegungen die Konjunkturen bilden, die die Gestalt der Welt immer wieder verändern. Springen wir aber zurück auf die Ebene der Ereignisgeschichte. Römer und Germanen, die sich bekanntermaßen niemals selbst so nannten, lebten in mehr oder weniger friedlicher Nachbarschaft entlang der Reichsgrenzen. Es mag zu Irritationen gekommen sein, wenn man einander das erste Mal sah. Vor allen Dingen aber kam es zu Verbrüderungen und Ehen. Nicht einmal, nicht als Ausnahme, sondern immer wieder. Peter Burke und viele andere wie Urs Bitterly und der unsägliche Samuel P. Huntington haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, was eigentlich geschieht, wenn unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen. Und Burke hat hierfür eine recht praktische Einteilung vorgenommen, mit der man arbeiten kann. Karl der Große ist Deutscher, ist ja wohl klar. Non, il est français, könnte jetzt eine französische Kollegin mir in sehr viel schönerem Französisch entgegnen. Beide würden wir damit einem Glauben Ausdruck verleihen, der in beiden Ländern seit Jahrhunderten besteht, und beide hätten wir komplett Unrecht. Karl war Franke, sonst nix. Nicht nur die Idee des Kulturvolkes kam im 19. Jahrhundert auf, die ja vielleicht noch einen Hauch von Charme haben mag, sondern auch die Idee, eine völkische Rassegeschichte zu schreiben und also festzustellen, dass nicht nur damals in der späten Antike Völker sich bewegt und Kulturen aufeinander getroffen sind, sondern dass es so etwas wie eine Kontinuität in diesen Völkern, Kulturen gibt. Der Deutsche, behauptete man in Deutschland, war tapfer und ehrlich. Manchmal so ehrlich, dass er sich von hinterhältigen anderen, beispielsweise den Franzosen, nur zu leicht austricksen ließ, weil er halt auch gutmütig war. Der Blick von außen auf Deutschland war ein ganz anderer, das versteht sich wohl. Die Idee der Nibelungentreue hatte eine Renaissance in dieser Zeit. Sowieso die Begeisterung für die Nibelungen. Ein mittelalterliches Versepos voll mit Sex, Betrug, Krieg, Blut und Drachen. Siegfried, so die Geschichte in Kurzform, verliebt sich in die superstarke Brünhild, nur um ihr wenig später untreu zu werden und sich wie verrückt in die superschöne Burgunderin Kriemhild zu verlieben. Die wiederum hat drei Brüder, Gunther, Giselher und Gernot, und einen einäugigen Onkel, Hagen. Gunther, der König, hat seinerseits ein Auge auf Brünhild geworfen. Überaus praktischerweise hat Siegfried unterwegs zum Schloss einen Drachen erschlagen, was ihn fast völlig unverwundbar gemacht hat. Außerdem besitzt er einen Tarnumhang und einen magischen Gürtel. Mit Hilfe dieser Accessoires schafft es Siegfried, Gunther zum Liebesglück zu verhelfen und bekommt als Dankeschön dafür Kriemhilds Hand. Brünhild wird misstrauisch und weil Onkel Hagen nicht allen gleichzeitig treu sein kann, schlägt er sich auf die Seite von Gunthers Frau und ersticht Siegfried von hinten. Dieser Teil der Geschichte kommt um das Jahr 1918-19 nochmal zu großer Popularität, als Hindenburg und die deutsche Heeresleitung nach einer knackigen Metapher suchen, um zu belegen, dass das deutsche Heer im Felde ungeschlagen sei und ganz fies von hinten erdolcht wurde.
Die untröstliche Kriemhild sinnt auf Rache und heiratet Etzel alias Attila, der Hunnenkönig. Der lädt Gunther und seine Familie zu einem großen Fest ein. Kriemhild sorgt dafür, dass es zum Blutbad kommt. Und nur Dietrich von Bern, ein Verbündeter Etzels, ist so unfassbar anständig, dass er beinahe das ganze Elend noch abwenden könnte, aber eben nur beinahe. Schlussendlich köpft sein Waffenmeister Kriemhild und bereitet so dem Elend ein Ende. Warum diese Geschichte an dieser Stelle überhaupt irgendeine Relevanz hat? Weil die Erinnerung aus Dietrich von Bern Theoderich den Großen gemacht hat. Und hier kommt eine meiner liebsten Metaphern ins Spiel, die Mythenzwiebel. Wenn wir einen Mythos auseinandernehmen wie eine Blumenzwiebel, die ja in sich alles enthält, was die Pflanze zum Überleben benötigt, stellen wir fest, dass auch der Mythos aus etlichen Schalen und Brutzwiebeln besteht, die ihn, wenn er entsprechend gepflegt wird, am Leben erhalten. Die Mythenzwiebel für Dietrich bzw. Theoderich sähe in etwa so aus. Wir haben den faktisch belegten Kern. Verona liegt in Theoderichs Reich. Theoderich ist ein erwiesenermaßen erfolgreicher Krieger. Theoderich und Attila waren aber eigentlich keine Zeitgenossen, auch wenn Theoderichs Vorfahren wiederum tatsächlich von Attila unterworfen und zur Kooperation gezwungen worden waren. Theoderich wächst in Konstantinopel auf als eine Art königlicher Geisel. In der Sage wird daraus ein Königssohn aus Verona, faktisch falsch, der mit seinem treuen Waffenmeister Hildebrand, den es nicht gab, Attila unterstützt, der vermutlich zum Zeitpunkt von Theoderichs Geburt bereits gestorben war. Im Mittelalter verfestigt sich allen Fakten zum Trotz die Gleichsetzung von Theoderich und Dietrich. Warum, ist hier nicht nachzuvollziehen. In der Neuzeit dient die Geschichte von Dietrich vielen und an vielen Stellen für ihre eigene Agenda. Das Motiv des Heimatverlustes und der Vertreibung, die der sagenhafte Dietrich erfunden hat, passt vielen ins Narrativ des Opferdeutschen. Dietrich ist also für die völkische deutsche Rassengeschichte von Bedeutung, so wie auch Theoderich für die deutsche Geschichtsschreibung der letzten paar Jahrhunderte von Bedeutung sein wird, wie gleich zu zeigen sein wird. Wer sind diese Ostgoten, zu denen Theoderich und vielleicht auch Dietrich gehört, die in den deutschen Schulbüchern des 19. und auch des 20. Jahrhunderts, so bis 1945 rum, als Urdeutsche zu finden sind, die tolle Krieger, grandiose Bauern, Friedensstifter, gerechte Herrscher und was nicht alles waren? Wiederum geben archäologische Fakten einigen Aufschluss darüber, was die Ostgoten von sich selbst glaubten. Historiker streiten noch immer darum, wie eine Gruppe wie die der Ostgoten sich eigentlich definierte und wie die Kultur dieser Gruppen entstand. Herwig Wolfram und Hans-Ulrich Wiemer sind dieser Frage gründlichst nachgegangen. Gab es hier eine kleine Gruppe aus Stammesführern, die die Kultur weitergetragen hat, wie Wolfram vermutet? Oder handelt es sich um einen Kernbestand an Riten und Sitten, die definierten, wer Ostgote war? Traditionskern oder Ethnogenese, das ist hier die Frage. Theoderich jedenfalls lebte ein bewegtes Leben, das sich grob in zwei Abschnitte teilen lässt. Die Zeit vor der Rabenschlacht und die Zeit danach. Dass ein Mann, der 10 Jahre seiner Kindheit als Faustpfand in den Händen eines fremden Kaisers verbracht hat, nicht automatisch zu einem glücklichen, in sich ruhenden Erwachsenen heranwächst, liegt auf der Hand. Theoderichs Ruhelosigkeit und Streitlust in dieser Zeit lassen sich vielleicht küchenpsychologisch aus seiner Kindheit erklären. In dauerndem Streit mit dem oströmischen Kaiser provozierte er die Mächtigen und machte sich gleichzeitig unentbehrlich als Heermeister, als geschickter Krieger, als Anführer. Sodass Kaiser Zenon schließlich auf den eigentlich cleveren Plan verfiel, Theoderich nach Westen zu schicken, nach Italien, wo der Ostgote Odoaker zunächst den letzten weströmischen Kaiser abgesetzt und anschließend die Insignien der Kaiserwürde nach Konstantinopel geschickt hatte. Ein Odoaker benötigte keinen Purpur, um zu herrschen, bedeutete diese Geste. Indem Zenon Theoderich losschickte, um Odoaker zu stoppen, wurde er zwei Probleme gleichzeitig los. Theoderich verschwand aus der Gegend um Konstantinopel und wer weiß, vielleicht konnte er Odoaker tatsächlich stoppen. Konnte er nicht, jedenfalls nicht ohne weiteres. Nach einer 3 Jahre dauernden Schlacht um Ravenna, in den Geschichtsbüchern häufig falsch als Rabenschlacht betitelt, schlossen Theoderich und Odoaker ein Bündnis, das Theoderich sogleich brach, um Odoaker beim ersten gemeinsamen Schmaus zu erschlagen und sich zum alleinigen Herrscher über Italien aufzuschwingen. Damit endet die erste Phase in Theoderichs Leben, die kriegerische. Anschließend ging er recht geschickt vor und trat in die zweite Phase seines Lebens ein, die friedliche, ein Reich aufbauende. Dabei ging er geschickt vor, indem er erstens niemals den Titel des Kaisers annahm, zweitens die lokalen Eliten nicht verschreckte, sondern im Gegenteil ihre Rechte sicherte und darauf achtete, dass Goten und Römer sich nicht in die Quere kamen. Während die Römer für die Zivilverwaltung zuständig waren, oblag den Goten alles Kriegerische. Wie es sich für einen Heerkönig gehörte, versorgte er seine Veteranen mit Land, das zuvor zu großen Teilen den Leuten von Odoaker gehört hatte. Es scheint also, als habe er die Wünsche seiner Gefolgsleute befriedigen können, ohne die Besitztümer der Römer antasten zu müssen.
Obwohl er selbst einer Spielart des christlichen Glaubens anhing, die man häufig als Arianismus bezeichnet, verstand er sich prächtig mit den katholischen Bischöfen, so sehr, dass er mehr als einmal gebeten wurde, innerkirchliche Streitereien zu schlichten. Theoderich, den die Deutschen den Großen nannten, sorgte selbst für seine PR, indem er einen Stammbaum anfertigen ließ, der seine göttliche Herkunft belegte. Was seine Vorfahren anging, war Theoderich mit seinem Amaler-Stammbaum also auf der sicheren Seite. Was seine Nachfolger anging, eher nicht so sehr. Er hatte zwar seine Töchter und Schwestern klug mit Königen aus benachbarten Königreichen verheiratet, sich selbst mit der Schwester des Frankenkönigs vermählt, aber so ganz ging sein Plan nicht auf. Amalasunta, seine Lieblingstochter, die er wie eine echte Römerin hatte erziehen und ausbilden lassen, heiratete zwar einen Goten edelster Abkunft, der Theoderichs Nachfolger hätte antreten sollen, aber bedauerlicherweise starb der Schwiegersohn noch vor Theoderich. Amalasunta hatte auch, wie es sich für eine Königstochter gehört, einen Thronfolger geboren. Der war aber erstens noch ein Kind, als Theoderich starb, zweitens aber von eher schwachem Charakter und offensichtlich so versoffen, dass er bereits als junger Mann selbst starb. Solange er lebte, genügte seine körperliche Hülle immerhin den Schein zu wahren. Amalasunta regierte für ihn. Als er aber starb, stand die Königin Mutter vor einem unlösbaren Problem. In der Vorstellungswelt der Goten regierten Frauen nicht. Frauen sahen gut aus, gebaren Kinder und hielten sich ansonsten tunlichst zurück. Amalasunta verletzte mehr als ein ungeschriebenes Gesetz, indem sie versuchte, mehr zu sein, als die Männer ihr zugestehen wollten. Weil Amalasunta aber die Regeln, die sie brach, nur zu gut kannte, suchte sie nach einem Ausweg und glaubte, den in ihrem Cousin Theoderhat gefunden zu haben. Der war zwar weder ein guter Krieger noch ein guter Mensch, aber er brachte mit, was die Goten höher schätzten als echte Fähigkeiten. Er war ein Mann. Amalasunta machte Theoderhat zu ihrem Mitregenten und alles hätte gut sein können, wenn Theoderhat mit einer Mitregentschaft zufrieden gewesen wäre. War er aber nicht. Und so ließ er Amalasunta zunächst verhaften und anschließend umbringen, noch bevor der oströmische Kaiser, an den die verzweifelte Königin sich um Hilfe gewandt hatte, eingreifen konnte. Der Rest ist Geschichte. Wie alle Schurken wurde auch Theoderhat von der gerechten Strafe ereilt und auch seine Nachfolger waren mehr oder weniger glücklos. Das Reich, das Theoderich mit viel Mühe und Umsicht aufgebaut hatte, zerbrach nur wenige Jahre nach seinem Tod. Anders bei den Franken. Da lief es auch nach dem Tod des bekanntesten Königs vor Karl ziemlich rund. Chlodwig ist in die Geschichtsbücher eingegangen als erster europäischer Fürst, der sich katholisch taufen ließ. Das tat er, wie es damals üblich war, nicht gänzlich aus uneigennützigen Beweggründen, sondern weil er sich von dem Christengott großes Schlachtenglück versprach. Die Taufe ist tatsächlich der interessanteste Teil seiner Geschichte und erklärt, warum die Franzosen Karl den Großen zu einem der ihren erklären. Einer der mittelalterlichen französischen Könige bat darum, ein Buch für ihn schreiben zu lassen über die französische Vorgeschichte, die Vorgeschichte seines Königshauses. Die Geschichte geht folgendermaßen. Die Frau Chlodwigs war schon lange Christin. Bislang fand Chlodwig ohne großen Nutzen davon zu tragen, denn mehrere ihrer Kinder waren gestorben, obwohl sie gebetet hatte wie eine Weltmeisterin. Schlussendlich aber trat auch er zum christlichen Glauben über, erhielt ein Geschenk direkt aus dem Himmel und gewann die nächste Schlacht. Diese Geschichte ließ einer der französischen Könige aufschreiben und setzte Chlodwig quasi zu seinem Ahnherren ein. Die Tatsache, dass Chlodwig zu den Merowingern gehörte, während Karl der Große zu den Karolingern gehörte, verschwand im Laufe der Jahrhunderte irgendwie aus dem nationalen Gedächtnis. Und so war Karl quasi der direkte Nachfolger von Chlodwig und jeder französische Kaiser und König später der direkte Nachfolger der beiden. Was sind also die wichtigsten Takeaways aus diesem Semester? Erst einmal die Tatsache, dass Menschen immer wandern, wenn sie es müssen, im Jahr 2020, im Jahr 1600, im Jahr 1000, im Jahr 300, wann auch immer. Dann ist das Semester eine gute Gelegenheit, einmal über unseren Sprachgebrauch nachzudenken. Volk, was ist das eigentlich? Eine Einheit, die seit 2000 Jahren unverändert besteht? Nach dem, was wir über das Paarungs- und Migrationsverhalten der Menschen wissen, eher nicht. Deutsche sind keine Goten, Deutsche sind keine Germanen. Die Menschen, die heute das deutsche Staatsvolk und jede mögliche Spielart der hiesigen Kulturen ausmachen, sind das Ergebnis intensiver Bewegungen und Mischungen. Daraus ergibt sich die Frage, was eigentlich eine Kultur ist und wie sie entsteht. Die Angst vor dem Fremden gehört, so wie das Wandern, zum Wesen des Menschen. Diese Angst taucht bei Kindern auf, verschwindet allerdings bei den meisten irgendwann wieder, sobald ihr Verstand einsetzt und sie wissen, dass nicht alles, was sie nicht kennen, bedrohlich ist. Wie gehen Leute miteinander um? Verharren sie in einem unreflektierten Zustand der Angst? Oder kommt es zu den unterschiedlichsten Formen des Austauschs, die durchaus fruchtbar und gewinnbringend sein können? Zu den Gelingensbedingungen des Kulturkontaktes gehört, wie zu den Gelingensbedingungen von Migration, immer auch Zeit.